Heute möchte ich euch mal den 3D-Pen von Action zeigen. Ich glaube, ich habe 12,99 oder so für das Teil gezahlt. Da ist drin der Pen, den gibt es in verschiedenen Farben. Meiner ist in Pink. Logisch, oder? Ein Kabel dazu. Dann drei Farben Filament. So nennt sich das. Das ist der Plaster. Der Plaster hier. Ein Neon, ein Blau, ein Rot. Finde ich jetzt keine besonderen Farben. Dann sind dabei Schablonen. Immer ein Schmetterling. Immer eine Brille. Ihr könnt euch ein Kinderdreirad von machen. Des Weiteren ist noch drin zweimal ein 5-Euro-Gutschein. Dann könnt ihr da im Shop nachbestellen, von Schablonen bis Equat. Jo, wie ist mein Fazit zu dem Teil? Muss man nicht haben. Das stinkt wie Hulle, man kriegt Kopfschmerzen davon, von diesen Plasterausdünstungen. Ja, und wozu braucht man das wirklich? Ich habe jetzt, wie gesagt, ich habe mal meinen Namen ja mitgemacht aus Plaste. Ja, dann kann ich mal irgendwo hintackern. Vielleicht ist das für die Karten, Bastel, Mäuse gut. Brauchen sie kein 3D-Pen, das ist sofort feste. Weiß ich nicht, ob man das dafür brauchen kann. Hm? Dann habe ich mal so ein paar Herzchen gemacht. Zeige euch auch noch im weiteren Video. Kann man als Anhänger nutzen, da sie ja aus Plaste sind. Ist richtig. Feste Plaste. Ja, vielleicht kann man sich ein paar Plaste-Ohrringe von machen. Teig noch von gemacht. Ostereier-Teig von gemacht. Die kann man natürlich, dadurch, dass sie jetzt aus Kunststoff sind, könnt ihr die draußen an eine Sträucher hängen. Hm. Wie gesagt, waren blöde Farben drin. Nur eine Brille gemacht, ne? Nachher, ich habe die Brille ausprobiert. Bin ja nicht so weit, teste ja. Da fordert viel Übung, das zu machen mit diesem Teil, viel Geduld. Wie gesagt, ich wüsste jetzt für mich keine großen Anwendungsmöglichkeiten dafür. Wie gesagt, der Geruch ist echt grenzwertig. Ich habe jetzt hier die Brille und die beiden Ostereier damit gemacht. Ja, und das Filament ist schon so gut wie alle. Also, wird auch eine kostspielige Angelegenheit, was auch nicht so mein Ding ist. Wie gesagt, man sollte damit, kannst du auch eigentlich so in eine Höhe basteln. Gibt einige, die das können, aber das muss so viel Übung erfordern. Also, das ist, ja, wie gesagt, das ist 12 Euro. Mehr ist das auch nicht wert. Meine Brille ist einzigartig und schön. Sehr schön. Wie du. Ein Träumchen, oder? Ja. Soll ich morgen arbeiten? Na? Das stört meine Kolonie. Nö, das sind die Höhe von dir, was du so auch mal bist.
sage euch, das ist ganz schön schwer. Mit Kleber verrutscht. Du bist doof. Bist du ein bisschen nervt, dass nicht als eh ein Faden rauskommt, das ja sich immer so. Kannst du? Ja. Dann musst du ja nochmal zurück machen und dann steht ja gleich dahin. Du bist doof. So, jetzt auskühlen lassen. So, wenn ihr denn einmal rum seid, der dauert bloß einen ganz kleinen Moment, dann ist das schon feste. Wirklich nur ein paar Sekunden, dann könnt ihr hier das ist über eine Heißklebepistole, falls ihr da so ein paar Fäden habt, schnippelt sie ab. So. Da das Zeug natürlich aus Kunststoff ist, richtig festes Plaste wird das. Ja, könnt ihr die da draußen hängen, wa? Richtig schön. Könnt ihr noch größer machen. Für eure Forzitiensträuße, Sträucher oder was immer ihr auch da habt. Wirklich verwittern kann das Zeug nicht. Man soll ja damit auch in die Höhe gehen können. Erwarte ich ja einfach von einem 3D-Teil auch, wa? Zieht er sich das Filament darin, steckt er einfach hier hinten drin. Er sollte es sich reinziehen. Ah, jetzt. So. Jetzt macht er erstmal den Rest von den Grünen hier raus. Könnte man auf ein bisschen Power machen, ein bisschen schneller geht. Müsste gleich das Rot kommen. Ja. Kann man den auf ein bisschen langsamer, wie gesagt, stellen. Wollen wir mal kicken, ob wir ein Herzchen damit neue Macht kriegen. Herz ist Trumpf, wa? Kleinen Fussel könnt ihr nachher wieder abschneiden. So.
kommt nur ein Armorpfeil durch. Tja, wie bei allen anderen Sachen, Übung, 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 macht den Meister. Kleinen Augenblick warten. Fäden können wir so schon wegschneiden. Wunderschön, könnt ihr als Schlüsselanhänger oder sonst was nehmen. Die Fussel könnt ihr noch beseitigen. Könnt ihr zum Valentinstag. Schick, wa?